Entferne die Linsen, Alter, leck mich fett. Sag mal, wie oft müssen wir denn die Sonnenbrille hier heute? Wow. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Delete One Part. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, wir spielen wieder eine Runde Rasier den Aal. Folgendes Problem, ist gar kein großes Problem Leute, ist eigentlich sogar ganz gut. Und zwar, ich muss das ganze Spiel von vorne zogen. Ich habe einen neuen PC, wie ihr wisst. Jetzt ist er da und natürlich wurden auch die Speicherstände gelöscht. Ist aber kein Problem, denn ich habe mich eben durch die ganzen Levels geklickt und gesehen, es sind fast alle neu. Von daher fangen wir einfach mal wieder hier an und wenn ich merke, so Digga, da doppelt sich das langsam, Leute, dann werden wir die Levels wieder überspringen und zwar bis dahin, wo wir dann schon waren. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Bock auf die Folge habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Kuss geht raus und wir sehen uns drin. So, mein Bester, rasiere mich. Da kann ich mich noch dran erinnern, Alter. Das sieht ja wohl mal richtig scheiße aus. Bruder, was haben sie denn mit dir gemacht? Muss aber ganz dringend los jetzt. Mache die Blume glücklich. Oh je, oh je. Also, Blume glücklich machen, Leute. Würde ich sagen, die Sonne rein. Och, Mensch, ist das schön. Und der arme Eiswürfel hat gar keinen Bock mehr auf sein Leben. Na gut, wir gehen mal weiter. Wo ist das Geld? An das Level kann ich noch erinnern, Leute. Und, ey, gönnt es euch einfach, ne? Aber der Typ... Kann ich hier nicht mal in Ruhe meine Pause machen, oder was? Der Einbrecher so, ja, alles klar. Digga, geh lieber auf die Tür, ne? Komm, gönn dir das Geld. Er hat richtig Bock. Hast du Spaß? Sehe ich so aus, als ob ich Spaß hab? Leute, das ist harte Arbeit. YouTube ist harte Arbeit. Ich mache hier die Genie-Flasche nochmal ganz entspannt. Und jetzt kommen wir die neuen Gefilde, Leute. Schalte die Konsole ein, Alter, meine Oma. Kindchen, mach die PlayStation 5 an. Okay, Omi, was spielst du denn? Den Näh-Simulator. Was? Junge, es ist einfach der Näh-Simulator, Leute. Oha. Digga, das sind doch wir, ne? Das sind doch wir. Das seid doch ihr Frauen in 30 Jahren. Ich sag 50. Das hier. Näh-Simulator. Baby. Hallöchen. Ich bin's. Der Denno. Ja, wir machen mal die Karre ein bisschen, ja, fit. Leute, was meint ihr? Damit kriegt die Alte doch locker in die Karre rein. Und plötzlich... Oh, Digga, er hat die Sonnenbrille aufgesetzt. Also ich würde sagen, der kann sich von mir noch eine ganz entspannte Scheibe abschneiden. Aber so richtig. Denn ich bin Denno. Der Frauenflüsterer. Oh, mache das Bett. Ay, Dios mios. Ah, ja, okay. Sag mal, was ist denn da los? Hat das Schwein gerade das andere Schwein mit dem Schwein betrogen? Also eine Sau... Ach, Digga. Was? Was stimmt nicht mit dem Biker, Bruder? Ich würde sagen, du hängst da auf einem... Was ist denn das für ein Tattoo, Bro? Okay, oh, Junge, hat der einen fetten Bauch, Mann. Boah. Erschrecke den Fuchs. Was geht hier? Oh, oh. Tschüssi, mein Bester, der Hund allein schon. Och, ist das, was hat sie zu ver... Wow, wow, Baby. Ich bin's, der Denno. Ich hab einen blauen Haken und so auf YouTube. Naja, so einen grauen Haken. Baby, oh yeah. Stelle den Fokus ein. Alter, leckers. Oh, geile Aussicht und... Ja, okay. Kann man so machen. Für die Ladies natürlich auch mal, ey. Mädels, ganz im Ernst. Sagt mir mal jetzt aus Anime-Sicht, feiert ihr den Typen? Und wenn ja, aus Anime-Sicht, okay, wie würdet ihr den aufreißen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen. Finde einen Weihnachtsbaum, alter Leckos mio. Oha, guck mal, wie die Angst haben vor Godzilla, Leute. Ist doch nur Godzilla in Weihnachtsedition auf lockerer Ebene. Also Leute, macht euch nicht ins Hemd, hilft die Spielkonsole einzuschalten. Ist das ein Steinzeitmensch mit einer PS5? Digga, Hauptsache er hat eine PS5, ja? Aber ich nicht. Da habe ich doch keinen Bock mehr, Alter. Da ist eine... Ich will auch eine haben. Stattdessen habe ich einen übelst kranken Gaming-PC, mit dem ich auf 2K alles zocken kann, was ich will. Und das auf 144 FPS. GeForce RTX 3090 und Ryzen 9 5950X. Ja, Mann. Erfülle ihren Traum. Ja, lies mal ein anderes Buch. Sie will nach Paris? Oh, oh. Mon frère. Oh, oui, oui.
Ich habe Interesse an deine kleine Barrett. Wo steckt das Alien? Ah ja, es ist der Mensch. Ja moin, drei Augen Alien. Boah, die arme Schlange, Alter, das ist doch Körperverletzung. Guck dir mal die Stinkesocken an. Boah, das stinkt, Junge. Ich sorg mal dafür, dass der seine Socken loswerden und vielleicht können wir den auch noch rasieren, so mäßig. Ja, das ist ein entspanntes Bein. Ungefähr so wie das von einer Frau. Warum ist das so schwer? Sag mal, hängst du gerade auf Toilette oder was? Was ist da denn los, Leute? Hallo? Wir machen den erstmal weg. Okay, machen wir nicht. Wir machen das Ding mal auf. Boah, Junge, rein da und... Es ist der Typ am Burger fressen. Bringe sie zum Wein. Oh, holy moly. Ja, ich soll die Frau... Ich soll ihr das Herz brechen, ja? Ihr denkt, Leute, ihr denkt, da ist jetzt ein Ehering drin. Nee, Leute, ich sag euch, was da drin ist. Das bringt sie jetzt zum Wein. Weil es ist das beste Geschenk auf der Welt. Bäh. Wer braucht keinen Schutzkragen? Also ich würde sagen, der Typ hier, den kenne ich, der ist gleich übel fett am Popeln, dieser kleine Pisser. Finde sein Schild, Leute. Ah ja, wo ist denn sein Schild? Was ist das denn eigentlich? Wobei, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber tragen sowas nicht eigentlich nur Mädchen, Leute? Heitere den Bauarbeiter auf. Bruder, du bist entlassen. Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Was kann man da so machen? Ja, gut. Also, okay, ich habe noch nie einen Bauarbeiter mit so einem Teil aufgeheitert. Aber ist okay. Modernisiere. Oha, Baby. Pass mal auf. Wenn du mit mir essen gehst, dann hole ich dir einen geilen... Hallo, Süße. Du sag mal, was machst du denn da, Baby? Finde das Monster. Wow, ist das eigentlich Toastbrotmann mit einem Auge? Boah, nee. Entferne die Linsen, Alter. Leck mich fett. Sag mal, wie oft müssen wir denn die Sonnenbrille hier heute? Wow. Ay, caramba. Mamma mia. Ey, ganz im Ernst. Ich will jetzt nicht fronten gegen die Frauen, okay? Ich will jetzt wirklich nicht fronten, Leute. Wirklich nicht. Nimmt es mit Spaß. Aber nehmen wir mal an, wir hätten diesen Fall. Und ich will vorsichtig sein. Aber ganz vorsichtig, Leute. Aber das sind Melonen, Alter. Die sind... Bam! Und das Gesicht ist eher so... Boah. Was würdet ihr tun, Leute? Go oder no go? Schreibt es in die Kommentare. Hashtag Go oder No Go. Das ist der Call. Und das war's mit einer weiteren Folge von Delete One Part. Falls sie euch gefallen hat, lasst ein Like da, schallert mal ein Abo raus und checkt definitiv noch die anderen Videos aus. Ich wünsche euch was. Fetter Kuss. Denno out.